jetzt muss ich glaube danken, das Auto hat keine Musch mehr. Da hat sie die Tankstelle. Ah, was hat doch das Auto? Mal schauen. Das ist ein komisches Ding. Das passt aber gar nicht. Oh, Entschuldigung. Ja? Können Sie mir recht helfen? Sind Sie da an der Tankstelle? Ja. Schauen Sie, ich habe ein Mietauto bekommen von der Garage. Ich sehe da tanken, aber irgendwie, ich komme nicht raus. Ja, mit dem können Sie nicht tanken. Das ist ganz normal Tankstelle. Sie haben hier ein Elektroauto. Aber hat es das da nicht? Nein, hier nicht. Aber wenn Sie da vorne rauffahren, haben wir die E-Mobility-Days. Ja. Sie gerade können weiterhelfen mit der Felix Semenegger AG und Tankstellen, die Sie da gerade aufladen können, voll tanken. Da habe ich das Elektroauto bekommen? Ja, Sie haben ein Elektroauto. Das ist nicht ganz das Gleiche, ja. Aber und Sie können sich gerne... Wieso hat es denn da nicht gerade so eine Elektro-Tankstelle? Weil wir da oben viel besser Platz haben, damit Sie da Ihre Privatsphäre haben zum Tanken. Als nächstes Mal danke dir mit der Sonne, aber ich gehe jetzt mal nicht rauf und schaue in dem Fall. Ja, das ist super. Einfach rauffahren, kann man Ihnen weiterhelfen. Ja, das ist gut. Darum hat es ein Kabel eben zu, ich habe ihn überlebt vielleicht. Ja. Danke dir vielmals, gehe ich schauen. Gibt es etwas zu essen oben? Sehr, ja. Sehr. Vom Marsch hier haben wir alles. Das ist gehe ich schauen. Danke vielmals, ade, merci. So, da Emotion Day hat es geheissen. Ich hoffe, jetzt hier oben kann ich tanken. Grüezi miteinander, meine lieben Damen und Herren vom Rasenreporter, von TBWNet. Heute hier bei der Autobahnbrücke. Ich kann wieder tanken. Es geheissen hier oben, ich habe ein Elektroauto. Jetzt möchte ich schauen, ob mir da jemand helfen kann. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Zuschauen. Entschuldigung, können Sie mir echt mal helfen? Jetzt haben Sie mir hier. Sägen Sie Elektroauto, jetzt haben Sie mir das Kabel mit, ich habe das nie gemacht, können Sie mir da echt helfen? Ja, mit dem wird es schwer, aber zum Glück haben wir gerade das Wochenende die Elektro-Days hier von der Felix Semenegger AG, ja. An der Raststätte in Würenlos. Und mit so einem Haushaltssteckdosen-Ladegerät, das ist jetzt zwar nicht fürs Auto, aber mit dem können Sie daheim laden. Aber hier haben wir natürlich jetzt gerade so fast... Es hat da glaube ich sonst noch das Kabel da hinten rein, geht euch das? Können Sie mal schauen. Zeigen. Ich habe das eben einfach dazu bekommen, das Auto da. So. Ja, aber genau, das ist jetzt für die Haushaltssteckdose. Da sehen Sie normal für daheim können Sie das Auto auch laden. Und hier an der Ladestation, an der Raststätte, ist da das Kabel. Da brauche ich gar kein Kabel. Ah, super. Es kommt ein bisschen darauf an, wer der Anbieter ist, aber zum Beispiel hier. Ja. Sehen Sie, haben Sie gerade das Ladekabel dabei. Aha, dann kann man da hinten. Hier einen Tankdeckel. Ja. Genau, das ist schnell noch zeigen. Aha, ja, das ist komplizierter wie mit dem normalen Auto. Ja. Jetzt sollte es offen sein. Dann kann man die rausziehen. Ja. Dann kann man den einstecken. Ja. Dann leuchtet es schon. Dann muss man hier Zahlung tätigen. Kostet das etwas? Ich gemeint, ja, das kostet etwas. Man sieht jetzt hier gerade 45 Rappen auf Kilowattstunde. Ja. Ja. Da kommt immer ein bisschen auf den Anbieter drauf an. Und ja, dann würde ich Ihnen empfehlen, Ihnen einen Kaffee zu trinken. Und wenn Sie zurückkommen, haben Sie schon wieder genug Reichweite, um ein rechtes Stück vorwärts. Also ich habe fast leer, den brauche ich nicht den ganzen Tag. Ich brauche ein Hotelzimmer zum Tanken, nein, das ist ja ein Hybrid. Die sind viel schneller geladen als ein Elektroauto, voll elektrisch. Also das Kaffee lange in dem Fall? Ja, mit so einem High Charger. Genau. Ja. Und wenn ich ein besseres Auto will, ein bisschen grösseres, dann komme ich zu Ihnen. Felix Semenegger.
Ja, dürfen Sie sehr gerne vorbeikommen in Hätterschwil und Windisch. Wir haben einen recht grossen Ansturm. Das Wochenende haben wir eben den iX-Premiere hier. Können Sie gerne vorbeikommen und Probe fahren. Umweltarena Spreitenbach. Das ist auch ein Partner von dem Ocean-Tag hier bei der Shoppingbrücke in Spreitenbach. Ja, grüezi wohl. Sie sind, glaube ich, von Bianca Schweiz. Ist das richtig? Jawohl, grüezi wohl. Herzlich willkommen. Wir haben hier einen Parkour, wo man verschiedene Elektrofahrzeuge ausprobieren kann. Wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen gerade mal, was wir hier zum Fahren haben. Das schaue ich gerne an. Und was machen Sie denn sonst noch als Umweltarena? Wir haben Events, die man bei uns buchen kann. Wir haben Ausstellungen über Umweltthemen in allen Bereichen. Angefangen von Ernährung, Recycling, über eben Elektromobilität, nachhaltige Mobilität, Bauen, Modernisieren und natürlich auch erneuerbare Energien. Und wenn Sie möchten, könnten Sie heute gerade auch noch einen freien Eintritt in die Umweltarena gewinnen, wenn Sie ein bisschen Glück haben an unserem Glücksrad. Das mache ich natürlich gerne. Jetzt möchte ich aber zuerst mal die Fahrzeuge probieren. Da kommen wir gerade mit. Ja. Ist gut, danke. Muss ich da noch etwas ausfüllen, wenn ich da irgendwie fahre? Jetzt geht es aha. gerne. Das machen wir nachher, ja. Das muss ich ausfüllen. Das ist wegen Haft. Zuerst ausfüllen, vor dem Fahren, nicht nachher. So fängst du unterschrieben genau. Einfach. Sehr gerne. Muss ich alles ausfüllen da? Ja, gerne. Danke vielmals. Danke auch. Also, dann wollen Sie Segway fahren? Ja, dann mal schauen, was Sie überhaupt haben. Mal da. Ja, den fahre ich nachher, genau. Ja. Das ist alles Elektro-Velo, ja, genau. Ja. Das ist eine stufenlose Gangschaltung, die normale Gangschaltung. Dann haben wir das ist ein Postvelo, oder? Mit der ja, so ein Velo, wo man Sachen transportieren kann, ganz praktisch, genau. Ja, ist sehr stabil. Und auch hier haben Sie Unterstützungsstufen, die Sie wählen können. Und die dürfen wir nicht unterschätzen, die können recht schnell werden. Also Vorsicht auch in der Kurve. Und dann natürlich noch Sachen für die Kinder. Wenn Familien kommen, können die noch Go-Kart und Trottinette fahren. Das ist ja mit Menschenkraft, oder ist das auch elektrisch? Das ist nur mit Menschenkraft, ja, jawohl. Gut, ja. Genau. Also dann hocke ich doch mal auf so ein Segway rauf. Mal schauen, ob ich das kann. Muss ich einen Helm haben, oder? Ja, genau. Gut. Sie müssen aufpassen, dann geht es auf die Arme. Ja, ich habe schon. Das ist ein kleines Schwierigmoment. Genau, ja. Ja. Heben mit der Hand. Ja. Gut. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Okay. Ja, ist alles gut. Ja, genau. Ja, es ist nicht einfach, aber es ist lässig. Elektromobilität. Oh, dann geht es bergab. Oh. Muss auch Slalom fahren. Ja, das Tor rausfahren. Ist gut, Elektromobilität. Ich kann gerade bremsen. So. Gut. Tipptopp. Super. Also, danke vielmals. Viele Leute. Wir können schauen, dass wir reinkommen. Ja, tipptopp, ja, ist gut. So. Hebt sie wieder ab. Danke. Danke auch. Ja, merci. Also man kann einen Gratis-Eintritt gewinnen in die Umweltarena oder sogar eine Familienkarte. Ja, ja, da kann ja. Die ganze Familie miteinander kommen. Ja. Da haben Sie die Chance, wenn Sie drehen. Ja. Wollen Sie mal probieren? Ja, sicher, auf jeden Fall. Also, ich kenne die Umweltarena, ich finde sie sehr gut. Momentan ist ja glaube wieder offen alles, oder? Ja, super. Immer vom Mittwoch bis am Sonntag. Ja, super. Toll. Gratulieren. Können Sie nutzen vom Mittwoch bis am Sonntag, immer vom Morgen um 10 Uhr bis zum Abend um 5 Uhr. Gratis in die Umweltarena kommen gerade Familienkarten über von uns. Ja, das ist doch gut. Muss auch nicht rein. Danke vielmals. Super, bin ich der erste Gewinner heute. Ja, sind Sie. Super, ja. Sehr gut. Freut mich. Danke vielmals. Und viele Leute. Ja, danke. Ja, viele interessante Gespräche. Ja. Entschuldigung, darf ich euch etwas fragen? Sie sind hier Familie mit dem Emotions-Tag hier. Interessiert Sie die elektrischen Autos hier? Ja, sehr, ja. Familie, das braucht das, oder? Ja, ob elektrisch oder nicht, ja, ja. Das sei dahingestellt. Aber wir fahren schon elektrisch. Ja. Und jetzt hat mich das neueste Modell von BMW Wunder genommen. Super. Sind Sie zufällig da oder haben Sie die Werbung gesehen? Nein, ich habe eine Newsletter-Werbung bekommen und bin dem entsprechend auch gefolgt. Super, gute Fahrt mit Felix Semenegger. Ja, danke, merci. Grüezi wohl, darf ich fragen, Sie sind, da, sind Sie von einer Firma da, müssen Sie gerade tanken oder wer sind Sie? Ja genau, Sie haben mich gerade beim Tanken, beim elektrischen Tanken erwischt quasi. Ich bin gerade dabei, den Mini voll zu laden. Mhm. Bin von der Firma Alphabet. Wir haben aktuell eine
Option für unsere Minis. Mhm. Und hier an der Raststätte ist es ja einwandfrei mit dem Tanken. Funktioniert einwandfrei, viele Plätze. Mhm. Das ist jetzt das Auto von der Alphabet, von Ihrer Firma? Genau, ja. Alphabet, wir machen Full-Service-Leasing für Firmen. Ja. Ah, gut, ja. Und aktuell kann man den schönen hier für 3,99 im Monat. Und das Tanken kostet ja nichts da, oder? Ja, eben, ja. Ja. Nein, ist gut, dann wünsche ich Ihnen eine gute Fahrt. Und danke. Auto haben Sie da, ja. Schön, dass Sie vorbeigeschaut haben, freut mich. Danke. Bei mir ist da noch Carmen Hodl, du bist Assistentin oder Marketingleiterin von der Autobahnraststätte Würlos. Und ihr habt jetzt die Emotions Day gehabt da. Wie sind ihr auf das gekommen? Was bringen euch die Tage? Oder was ist der Hintergrund für das? Ja, wir haben halt als Raststätte haben wir viele Autofahrer, wie man da hinten auch sieht. Das sind eigentlich die, die am meisten zu uns kommen mit dem Auto. Und der Wandel, man ist sich dann bewusst, oder? Es geht zur Elektromobilität. Und wir haben jetzt einfach gedacht, wir haben 20 Ladestationen. Heute zusammen. wir haben 20 Ladestationen. Und wir sind verbunden mit unseren Kunden. Sie müssen sich informieren, sie sind vom Wandel betroffen. Und wir können Plattform bieten, um hier jetzt mal austesten, machen, Probefahren. Und haben gedacht, mal, das ist eine gute Sache, das probieren wir jetzt aus. Ja. Und wenn man da gar nicht tanken kann, bei einer normalen Tankstelle, dann hat man in 5 Minuten tanken oder 2-3 Minuten. Und da mit der Elektro, dann müssen Sie bei euch einen Kaffee trinken oder übernachten, oder? Ja, da sind wir froh. Haben wir natürlich so ein breites Angebot. Wir können ja bei uns ein bisschen shoppen, ein bisschen Kaffee trinken, zum Mittagessen zum Beispiel. Wir haben ja den Marsch mit einem breiten Angebot. Und von dem her kann man uns die Zeit schon vertreiben bei uns. Wir können auch die Lima laufen. Wir können ja hier auf Würlos 20 Minuten ins Dorf laufen. Also es ist wirklich... Man kann sich Zeit vertreiben, hoffentlich, ja. Jetzt haben wir hier ganz einen Haufen Parkplätze, um zu tanken. Es sind, glaube ich, fast 20 Parkplätze. Oder wie viele sind es genau, weißt du das? Ja, es sind 20 Schnellladestationen, ja. Je Seite 10. Wenn jetzt da 20 Autos kommen gleichzeitig, haben wir jetzt wieder keinen Strom mehr, dann stellen sie uns das Fernsehen ab, oder wie ist das? Da werden wir zum Glück tatkräftig unterstützt von der technischen Betrieb Würlos mit der Trafostation und das wird also nicht passieren, ja. Gut. Wir haben genug Strom. Wir gehen uns die Lichter noch nicht aus, aber wir gehen jetzt zurück und einen ganz guten Tag noch. Danke vielmals. Danke vielmals. Für die interessanten Sachen, die wir dürfen anschauen bei euch. Sehr gerne, danke vielmals. So, da war also eine neue Folge von der Serie «Hast du gewusst?». «Hast du gewusst?» hier heute von der Autobahnbrücke in Würlos mit der modernsten und der grössten Go-Fast-Tankstelle E-Mobilität hier in Würlos. Und auf dieser Seite, Richtung Zürich, hat es also auch so Ladestationen, wie wir es auch gesehen haben, auf der anderen Seite Richtung Bern. Kommen Sie vorbei, es lohnt sich. Shoppingbrücke Würlos da, die macht immer sehr innovative Sachen. Nicht nur zum Tanken, sondern auch zum Einkaufen. Viel Spass und schönen Tag miteinander.